Was up? Moonboon hier. Herzlich willkommen bei einem neuen World of Warcraft Mists of Pandaria Beta Video. Wir schauen uns heute ein weiteres Szenario an, und zwar ein Sturm braut sich zusammen. Ja, der Titel ist weise gewählt, denn es geht um einen Pandaren, beziehungsweise um eine Pandaren-Lady, die sich hier mitten im Jadewald oben auf einem Berg besonderes Bier braut, nämlich mit Hilfe eines Sturmes. Die Blitze schlagen in die Fässer ein und ergeben dadurch ein herrliches Gebräu. Eure Aufgabe hier am Anfang besteht darin, zum einen diesen Blitzen hier auszuweichen, indem ich gerade volle Kanne drin stand, und zum anderen die brennenden Fässer zu löschen. Überhaupt kein Thema eigentlich. Man muss halt immer gucken, wo schlägt der Blitz ein, wo brennt es gerade, löschen, ausweichen, löschen, ausweichen. Dann kommen eigentlich recht flink Ads dazu, und zwar Saurock. Erinnert mich irgendwie an Sauron, aber ich lasse es mal so im Raum stehen. Und gegen die muss man sich dann eben einfach wehren, die Ads töten. Und das Ganze geht circa, weiß nicht, 2 Minuten, dann hat man das erledigt. Ihr seht auch unten diesen Counter, wie viele Blitzeinschläge sie noch braucht, bis das Gebräu fertig ist und so weiter und so fort. Also ihr könnt es ungefähr abschätzen, wie lange das Event dauert. Ich muss im Voraus jetzt anmerken, dass dieses Szenario eines der kürzesten ist. Der ganze Run überhaupt ging nur 11 Minuten. Ich weiß nicht, ob das so gehört oder ob das noch bugged war wegen der Beta und so weiter. Bedenkt, es ist immer noch die Beta. Ich denke aber, dass es beabsichtigt ist. Ich habe auf der Blizzard-Website nachgesehen, auf der Mists of Pandaria-Website, habe mir die Screenshots angeschaut und konnte auf den Screenshots nichts Neues entdecken, sondern auch immer nur das, was ich hier beim Spielen erlebt habe. Von daher denke ich, dass es stimmt. Was allerdings auf jeden Fall verbuggt ist, ist die Anzeige unter der Minimap, wo Phase 1 steht, denn die verändert sich nicht bis zum Schluss. Ich vermute, dass Phase 1 hier jetzt eigentlich abgeschlossen wäre, und Phase 2, in dem Escort besteht. Ihr habt vorher die Map gesehen. Wir eskortieren jetzt quasi die Pandaren-Braumeisterin zurück zum Kloster. Und sie wird unterwegs einfach auch immer wieder angegriffen hier von diesen Kreaturen. Man muss sie beschützen. Eigentlich überhaupt kein Problem. Es gibt keine speziellen Fähigkeiten. Zumindest nicht am Anfang. Gegen später gibt es dann Mobs, die euch versuchen, von den Klippen zu stürzen, indem sie euch mit Wirbelstürmen beschießen. Und ich glaube, ich brauche hier nicht mehr dazu sagen, deshalb schneide ich es gleich mal und zeige euch diesen Mob. Diesen eben erwähnten Mob findet ihr ziemlich gegen Ende des Pfades. Ihr seht ihn hier. Es ist auch ein bisschen größerer, hat ein bisschen mehr Leben. Leider waren hier ab und zu mal die Bäume im Weg, aber man erkennt es trotzdem gleich. Er castet dann immer mal wieder den Wirbelsturm, zum Beispiel hier, und schleudert ihn auf den Spieler. Passt auf, dass ihr eben immer mit dem Rücken zu dieser Felswand steht. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob der Mob vorher nochmal kam. Ich habe es mir angeschaut, aber ich habe jetzt gerade keinen mehr gesehen. Von daher denke ich, dass es nur dieser eine ist. Alles andere vorher ist Trash. Sie kommen so dann die Klippen hochgekrabbelt und von hinten kommen sie mal. Man muss schon ein bisschen die Augen offen halten. Aber alles in allem überhaupt kein Problem, überhaupt kein Thema. Man kann es ganz, ganz einfach runterspielen. Nachdem ihr diesen Mob dann besiegt habt, geht es direkt weiter zum Kloster. Über der Brücke und so kommen keine Mobs mehr nachher. Beim Kloster erwartet euch allerdings einen Boss. Und er hat ein paar Fähigkeiten. Zum einen beschwört er immer wieder neue Adds. Das heißt, ihr müsst euch um die Adds kümmern und um den Boss gleichzeitig. Der Boss hat eine Fähigkeit, ich weiß nicht mehr, es ist so ähnlich wie Erdbeben. Also er hat ein ziemlich großes Areal, wo ein Erdbeben verursacht wird, wo man eben rauslaufen muss und aufpassen muss. Ihr bekommt hier von der Braumeisterin eine Fähigkeit. Ihr seht sie unten, ich habe gerade den Mauszeiger drüber gehabt. Damit könnt ihr die normalen Adds, die normalen Mobs hier one-shotten. Also ihr nehmt sie ins Target, benutzt diesen Gegenstand, lasst es in Ruhe kanalisieren und dann sind sie tot. Ganz einfach. Hier seht ihr jetzt das Erdbeben. Passt einfach auf, wo ihr hinlauft. Es kommen auch diese Stacheln hier aus dem Boden. Es ist ziemlich großflächig, aber man kann ihm gut ausweichen, wenn man ein bisschen auf Zack bleibt. Von daher auch keine große Sache irgendwie. Und das ist auch schon der ganze Kampf. Passt auf die Ads auf. Er ruft hier gerade wieder Verstärkung. Kümmert euch um die Ads mit eurem Strahl, was ihr von der Pandarenfrau bekommen habt. Und dann kümmert euch um den Boss. Weicht dem Erdbeben aus
Und im Großen und Ganzen war es das dann auch schon. Der Boss geht dann irgendwann down, wenn ihr genug Schaden verursacht habt. Und das Szenario ist beendet. Das war es schon. Richtig, richtig kurz. Ich habe es jetzt hier nochmal ein bisschen geschnitten. Wie gesagt, insgesamt ging der Run 11 Minuten. Also man war richtig fix fertig. Nichts im Gegensatz zu Braumondfest oder wie das andere Szenario hieß, das ja 20 bis 30 Minuten ging. Hier nochmal der AOE, immer schön ausweichen, überhaupt kein Thema. Achievement bekommen, Gerechtigkeitspunkte bekommen, alles im Sack. Und wir haben uns noch ein bisschen gewundert, ob das alles war, auch weil eben dieses Phase 1 buggt war. Aber auf dem Live-Server wird es dann hoffentlich alles in Ordnung sein. Okay, das war's von mir mit dem Szenario, ein Sturm braut sich zusammen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch informiert. Falls ja, bitte seid so fair und gebt mir den Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen hier auf YouTube. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.